So, nachdem wir jetzt die fotografischen Grundlagen ein bisschen aufgefrischt haben, kommen wir jetzt zu den Eigenschaften einer Glaskugel. Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick, ich stelle sie dir jetzt alle vor. Und man muss sagen, genau durch diese Eigenschaften ist die Glaskugelfotografie so unglaublich kreativ. Kommen wir direkt zum ersten Punkt, nämlich der Verzerrung. Ja, eine Glaskugel verzerrt ja aufgrund ihrer Form die gesamte Umgebung und so wird diese eben nicht wahrheitsgetreu abgebildet. Und das Bild selbst erinnert oft in der Kugel an so ein Swirly-Bouquet, vielleicht sagt das dir auch was, also einfach an eine sehr spezielle Art von Bouquet. Und anhand von Linien sieht man nämlich genau diesen Effekt sehr schön, denn gerade Linien werden in der Kugel gebogen und eben nicht gerade abgebildet. Und diesen Effekt kannst du eben geschickt einsetzen, auch bei Porträtaufnahmen oder bei Landschaften. Einfach überall kannst du genau diesen optischen Effekt der Verzerrung kreativ einsetzen. Hier jetzt mal direkt ein Beispiel, wo du das natürlich ganz einfach erkennen kannst. Also du legst deine Glaskugel auf ein kariertes Blatt beispielsweise und dann guckst du von oben drauf und siehe da, die Linien, die bewegen sich und sind gebogen, also sie sind nicht gerade. Oder das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn du das zum Beispiel auf so ein Notizbüchlein legst mit Pailletten. Da erkennst du dann auch nochmal die Verzerrung, vor allem seitlich in der Kugel. Also wir haben hier solche Art Streifen, wenn du hier jetzt schaust, vor allem jetzt gerade aktuell. Hier links siehst du das ganz gut, es wird wirklich verzerrt, also so eine ganz tolle Eigenschaft. Das sorgt einfach dafür, dass man unglaublich kreative Fotos machen kann. Und auch bei Porträts kannst du dir diesen Effekt eben zunutze machen. Du kannst so ein bisschen karikaturmäßige Porträtaufnahmen anfertigen dadurch. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, diese Eigenschaft. Kommen wir jetzt zur nächsten. Stichwort, die Welt steht auf dem Kopf. Ja, vielleicht kannst du schon ahnen oder du hast es jetzt auch mehrmals schon gesehen in den Videos davor. Die Welt in der Kugel steht auf dem Kopf, denn die Kugel bildet alles so kopfüber ab. Und diese Eigenschaft ist natürlich auch ganz cool und sorgt dafür, dass selbst eine sehr langweilige Location in der Kugel einfach toll wirkt. Nur dadurch, dass sie kopfüber ist. Und wenn du zum Beispiel deine Kugel vors Gesicht hältst, dann ist dieses auch um 180 Grad gedreht. Und das Ganze kann man natürlich in Photoshop zum Beispiel beheben. Man kann da auswählen, nur den Kugelinhalt zu drehen oder eben das gesamte Foto. Da findest du auch im entsprechenden Kapitel nochmal wertvolle Tipps. Also wirklich, egal wie du die Kugel wendest und drehst, die Welt darin wird immer auf dem Kopf sein. Hier auch nochmal ein Beispiel. Genau, du siehst es. Also das Foto ist immer auf dem Kopf. Das kann nicht geändert werden. Es sei denn, man nutzt Photoshop in der Nachbearbeitung. Dann kannst du natürlich das alles wieder anpassen. Kommen wir jetzt zur weiteren optischen Eigenschaft, nämlich der Spiegelung. Ja, aufgrund der glatten Oberfläche der Kugel wird das Licht, Motive und Farben gespiegelt. Und das kannst du dir wirklich zunutze machen, denn du kannst mit diversen Foto-Hacks zum Beispiel Schatten erzeugen oder Streiflicht. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte und man sollte das immer im Hinterkopf haben. Denn zum Beispiel, wenn du deine Glaskugel fotografierst und da ist eine rote Decke in der Nähe, dann kann das schnell passieren, dass du eben diese rote Decke auch in der Kugel entweder als Streiflicht oder direkt in der Kugel
mitfotografierst. Und du weißt, Rot ist ja eine sehr auffällige Farbe. Deswegen, also wirklich, guck hier immer zweimal hin, was könnte spiegeln in der Kugel. Und geh auch wirklich kreativ ran, nutze bewusst diesen Effekt und sorge für eine spannende Spiegelung. Kommen wir jetzt zur letzten optischen Eigenschaft, nämlich dem Lupeneffekt. Wie du hier auf dem Foto rechts erkennen kannst, wird alles in der Kugel vergrößert dargestellt. Und das Ganze sieht dann so ähnlich aus wie bei einer Lupe, nur dass die Glaskugel im Rand der Kugel, du siehst es hier, eben das auch noch verzerrt, das Foto. Und diesen Effekt kannst du einfach ganz einfach abchecken, wenn du die Kugel auf eine Zeitung beispielsweise legst oder auf ein Foto und dann eben auch von oben drauf schaust, denn was siehst du dann? Du siehst einzelne Bildpunkte in der Kugel stark vergrößert. Und ich finde, diese optische Eigenschaft ist mitunter die spannendste.